Also gut. Geht los. Herzlich willkommen zur Weltpremiere vom Open Source CCS, das der Johannes und der Uwe zusammen gehackt haben. Wer im Raum ist denn schon mal ein elektrisches Fahrzeug gefahren? Okay. Wer hat ein elektrisches Fahrzeug? Okay, schon ein paar. Wer hat schon mal am elektrischen Fahrzeug geschraubt? Aha. Genau. Also vielleicht ein kleines Intro zur Person. Ich kenne den Johannes eigentlich als Anwender. Der Johannes hat Wechselrichtercode geschrieben, den ich dann auch eingesetzt habe in einem Fahrzeug, das ich selber umgebaut habe. Das können wir hier auf der nächsten Folie mal zeigen. Ich bin hier ganz rechts zu sehen mit einem elektrischen Taxi, das ich umgebaut habe, als Kunde-Anwender von dem Johannes im Prinzip. Dafür habe ich ein Steuergerät gebaut. Und Johannes, vielleicht willst du ein paar Worte zu dir selber sagen, seit wann du das alles machst. Und mein Name ist Johannes Hübner. Ich habe 2013 das erste Mal ein Auto umgebaut, von Verbrenner auf Elektroantrieb, und habe eben 2018 die Plattform Open Inverter gegründet, die sich eben erst mit Invertern beschäftigt hat und mittlerweile mit allen Themen rund um Elektroumbauten. Dankeschön. Ja, ich bin der Uwe Hennig. Ich bin 72 geboren in Pirna an der Elbe, da aufgewachsen, habe seit 92 Informatik studiert an der TU Dresden. Deswegen freue ich mich jetzt mal hier wieder in einem Hörsaal zu sein. Ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ich baue keine Autos um, sondern fahre schon elektrisch eins und habe mich deswegen mit der Thematik beschäftigt. Finde das Thema sehr spannend und wir werden sehen, wir haben dann was ganz Spannendes zusammen draus gemacht. Vielen Dank. Also, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Es ist die Open Source CCS Implementierung. Ja? Und warum ist sowas wichtig? Hat jemand vielleicht eine Idee, wie viel, oder Moment, erstmal gibt es das langsame Laden und das schnelle Laden mit dem am Schnellladegerät. Ja? Und wenn man jetzt so eine lange Fahrt macht, wie Johannes am Donnerstag zum Beispiel, dann macht das halt einen Riesenunterschied. Ja? Wenn wir jetzt am Type 2 laden wollen und wir wollen 30 Kilowattstunden in unser Fahrzeug laden, dann würde das 257 Minuten dauern, also Schildkröte. Ja? Und wenn wir das aber stattdessen an einem CCS laden können, dann dauert das nur eine halbe Stunde. Und ich habe jetzt hier zufällig mal die 30 Kilowattstunden gewählt. Wir haben auf der Fahrt, oder du hast auf der Fahrt von Kassel nach Augsburg ungefähr 100 Kilowattstunden verfahren. Ja? Also deswegen braucht man schnell laden. Ja? Und jetzt gibt es die nächste Frage, warum braucht man den CCS-Standard? Hat jemand vielleicht eine Idee, wie viele Schnelllader es in Deutschland gibt und wie viele davon sind CCS und wie viele davon sind CHAdeMO? Da gibt es jetzt keine falsche Antwort. Was war das zweite? CHAdeMO? CHAdeMO ist ein anderer Schnellladestandard. Immer weniger CHAdeMO. Immer weniger CHAdeMO ist eine gute Antwort. Ist jemand mutig genug, irgendwie eine Zahl zu sagen, ohne nachzuschlagen? Ich musste es auch nachschlagen, ich wusste es auch nicht. Nur noch Triple Charge, ja? Aber halt als in ganz Deutschland, wie viele Schnellladegeräte gibt es? Was meinst du? 50? Nein. Gefühlt. Achso, ja. Entschuldigung, ich dachte CHAdeMO. Der Schnelllader. Ja, CHAdeMO habe ich die Zahl auch. 5000? 7000? 7000? Ja. Nicht schlecht, gleiche Größenordnung. Okay. Also es gibt 21.000, auf der linken Seite, es gibt 21.000 DC-Kupplung, Combo, das ist von der Bundesnetzagentur, das ist halt so, wie die CCS sagen, keine Ahnung, warum das so heißt, und CHAdeMO 4000. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt schnell laden möchte, dann muss man dieses CCS machen. Ja. Das Problem ist die Komplexität. Ja. Das ist jetzt die echten Codezeilen, wie viel Code man schreiben muss, um CHAdeMO zu implementieren und wie viel Code man schreiben muss, um CCS zu implementieren. Ja. Das CCS ist halt von so einem Konsortium gemacht und so. Das CHAdeMO, das gibt es einen schönen Standard. Und bei den 1400 Zeilen CHAdeMO-Code, da ist auch noch andere Fahrzeugsteuerung mit dabei. Ja, da ist noch anderes Zeug dabei und 35.000 nur für CCS. Ja.
Also, das ist jetzt die Weltpremiere davon, wie jemand das verstanden hat und umgesetzt hat und das uns auch allen öffentlich zugänglich macht. Ja? Und da würde ich jetzt an den technischen Teil übergeben. Genau, die Idee beim Schnellladen ist eben, egal wie man lädt, man muss geregelten Gleichstrom haben, also wie so ein Labornetzteil, wo ich eben sagen kann, so viel Strom soll rauskommen. Und der geht dann in den Akku. Im Netz haben wir normalerweise Wechselstrom und deswegen müssen wir das halt einmal umwandeln. Jetzt habe ich da mal so Bilder reingemacht, um das zu illustrieren. Das ist ein 11 kW Ladegerät auf der, Moment mal, linken Seite, das im Auto eingebaut ist, das eben genau das macht, Wechselstrom in Gleichstrom. Und ja, das ist irgendwie so groß und kann halt 11 kW. Und Schnellladeleistungen sind ja eher so im Bereich ja, 100 kW oder halt noch mehr. Und solche Ladegeräte kriegt man im Auto nicht mehr unter. Also stellt man sie halt nebens Auto. Und das haben ja jetzt alle schon gesehen, die schon Elektroauto gefahren sind. Das sind eben die Ladesäulen. Und das ist im Prinzip dasselbe wie das silberne Teil da, nur dass es halt viel leistungsstärker ist und schnell laden kann. Gucken wir mal ins Auto rein, was das bedeutet. Da ist eigentlich gar nicht so viel drin. Also das Orange ist jetzt der Leistungspfad, wo die hohen Ströme drüber gehen. Und die dünnen Leitungen da, das ist Information oder irgendwelche Steuersignale. Ja, was ist jetzt im Leistungspfad wichtig? Das ist eben so, das sind halt hohe Spannungen, 400 Volt oder 800 Volt. Und jetzt in dem Moment, hier ist der Ladeport. Da kann man sich vielleicht vorstellen, da kommt man schon mit dem Fingerchen rein. Und natürlich, wenn ich jetzt nicht lade und keinen Stecker da drin habe, dann muss es auf jeden Fall spannungsfrei sein, sonst Finger ab. Das andere, das wäre jetzt Hochvoltsicherheit. Das andere wäre, nenne ich mal, Hochstromsicherheit. Finde ich fast noch wichtiger. Wir haben hier halt Ströme bis 500 Ampere. Und wenn man im Haushalt oder so von Starkstrom spricht, dann ist das irgendwie 32 Ampere oder sowas. Und da muss man auch schon schön fest die Schrauben anziehen, dicke Kabel verwenden. Und das gilt natürlich hier umso mehr, wenn man eine Größenordnung hochgeht. Und deswegen ist das zum Beispiel temperaturüberwacht, weil das ist immer eine neuralgische Stelle, wo Stecker ineinander gesteckt werden, dass da irgendwie Korrosion passiert oder sowas. Und dann wird es halt heiß und zu heiß und schmilzt, brennt ab. Und deswegen haben wir da Temperaturüberwachung drin. Ist dann auch Teil unseres Projekts. Ja, was ist noch wichtig, dass zum Beispiel, wenn ein Stecker drin ist, darf das Auto nicht mehr wegfahren können. Das ist so eine Sache. Jetzt, wie funktioniert das Ganze? Was man hier nicht sieht, ist Leistungselektronik. Was man sieht, ist Schütze. Das heißt, sobald diese Schütze zu sind, ist der Plus- und Minuspol der eingebauten Batterie einfach nach draußen gelegt auf diesen schwarzen Stecker oder Buchse. So, und dann haben wir eben auf der linken Seite der Akku, das ist jetzt vom ID3 so ein Beispiel. Der hat eine Batterie, ein Batteriemanagementsystem drin und das misst halt von jeder einzelnen Akkuzelle die Spannung, guckt, dass die in einem gewissen Fenster bleibt. Es werden Temperaturen gemessen und das sind so die Hauptgrößen, die da gemessen werden. Und daraus errechnet sich dann der maximal mögliche Ladestrom. Also ein kalter Akku kann nicht so schnell geladen werden. Wenn der Akku zu heiß wird, muss man auch wieder runtergehen und so Sachen halt. Rechnet es irgendwie aus und gibt jetzt über diese blaue Leitung hier, über CAN, diese Information weiter an unseren Controller, der hier rumzirkuliert. Und der übersetzt es im Prinzip nur noch und schickt es weiter ans Ladegerät, extern aus dem Auto raus. Klar, und die Schütze werden natürlich auch gesteuert, also dass die erst dann anziehen, wenn es sinnvoll ist. Erklärt der Uwe noch näher, was sinnvoll bedeutet. So, ja, wenn wir das zusammenstecken, jetzt haben wir das Ladegerät quasi mit unserem Auto verbunden, sowohl den Leistungspfad als auch den Informationspfad. Und jetzt kommen halt diese Stromanforderungen aus dem Auto raus. Ich hätte gern, was weiß ich, 300 Ampere. Und dann haben wir sozusagen, was hier im Auto drin ist, dieses komische Rattennest, was ich da genommen habe, haben wir im Ladegerät nochmal drin und das übersetzt es wieder zurück und schickt die Informationen dann weiter an die großen Leistungsmodule. Also was hier sehr klein ist, ist in Realität sehr groß. Also, ich glaube, es sind so 19 Zoll Racks oder sowas ähnliches. Und das gibt dann eben den Strom raus. Und das geht dann immer so weiter und dann kommt halt in kurzen Abständen geht der Strom immer weiter runter und irgendwann ist das Auto voll
Oder der Benutzer sagt halt, reicht mir jetzt, ich fahre weiter und dann wird es auch beendet. Und dann erzählt euch der Uwe, was da so im Einzelnen passiert. Ja, ich erzähle euch heute zwei Sachen. Einerseits ein bisschen Historie zu dem Ganzen. Wie kam es dazu? Wo hat man angefangen? Wo will man hin? Und als zweiten Teil etwas Theorie vom Ganzen. Wird nicht so langweilig, wie es jetzt klingt. Also ich versuche es kurz und knackig zu machen. Ich glaube, ihr könnt das ab. Das Problem. Wir stehen da und wollen da bitte Strom raus. Mit dem Auto, Akku leer. An dieser Stelle, wie macht man das? Sehr gut. Und dann? Ja, kommt kein Strom raus. Wir brauchen dazu etwas. Wir müssen Technik investieren, damit es funktioniert. Ja, kommt auch noch, aber das ist viel zu schwierig. Also im Prinzip, die Idee war, der Johannes, um sein Auto zu laden, braucht das. Was ist das? Bitte? Nee, keine steuerbare. Hier hinten war noch... Eine Powerline. Genau, Powerline. Sind wir da beim Punkt? Powerline. Das ist die Lösung des Problems. Warum? Weil das Daten übertragen kann über die Kabelkontakte, die sowieso schon da sind. Genau, das kann Daten übertragen. Und jemand im Jahr 2012 ungefähr hat gesagt, Leute, wir haben so eine schöne Ladestation, lass uns doch Daten übertragen, so wie man es mit dem macht. Das ist im Prinzip der Clou, den man erst einmal ansatzweise verstehen muss, die Grundlage des Ganzen, was jetzt kommt. Glaubt man natürlich im ersten Moment nicht. Das heißt, ich persönlich wollte es wissen, geht das wirklich? Wahrscheinlich nicht, aber nächste Aktion war dann quasi, so ein Teil zu nehmen und sich zu überlegen, wie kann ich denn damit jetzt nachweisen, dass das Auto mit der Ladesäule spricht? Was muss ich tun dazu? Muss ich was tun dazu? Kann ich das ins Auto stecken? Hilft mir das? Nee, natürlich nicht, weil ich habe im Auto nicht die passende Buchse. Auch die Ladestation hat sie nicht. Ich muss das Teil aufmachen. Muss schauen, dass ich da irgendwie Strom reinkriege. Und dann stecke ich hier an die Ethernet-Buchse einen Laptop mit einem Wireshark und schaue, was da passiert. Sah im ersten Moment so aus. Sprich, das Innenleben dieses Powerline-Adapters, versorgt mit einem Akku, den man hier auf der linken Seite orange sieht, kleinen Spannungsregler dazu, Antenne dran und in die Nähe des Ladekabels beim Laden gelegt. Geht natürlich nicht, ist die erste Erwartung, oder? Geht nie im Leben. Wireshark. Klack. Sieht man die Kommunikation zwischen der Ladesäule und dem Auto. Jetzt hier ein bisschen ausgegraut, damit es nicht zu detailreich mit den NAC-Adressen und so weiter wird. Aber im Prinzip war das so der Knackpunkt. Ja, es geht wirklich. So, und jetzt kam die Idee, naja, was machen wir jetzt mit dem Ganzen eigentlich? Hat das irgendeinen Sinn, was wir hier tun? Und ich persönlich habe meinen persönlichen Use Case, also mein Elektroauto mit offizieller Ladeinfrastruktur draußen in der Prärie. Manchmal geht es, manchmal geht nicht, manchmal ist die Leistung begrenzt, manchmal bricht es ab. Und ich wollte es gern verstehen, was ist denn da jetzt, warum geht es nicht? Ich wollte es gern loggen, was da passiert. Haben wir hier diesen Use Case 1, wo ich sage, ich will es einfach nur, mich interessiert, was die miteinander reden und deswegen... kann man da mal reinschauen. Jetzt gibt es aber zwei andere Use Cases und da kommen wir jetzt ein bisschen zum Johannes und dem Open Inverter Forum. Die Jungs da haben natürlich ganz andere Sorgen, weil die bauen Autos um, die möchten gern ihr Auto auch laden. Das heißt, das Teil vielleicht ins Auto bauen, das Teil vielleicht an eine öffentliche Ladestation anstecken und da wirklich Strom rausziehen. Hatte ich nicht auf dem Schirm, weil mein Auto ist schon fertig, da brauche ich nichts, aber für den Fall war es sehr interessant. Das ist quasi der dritte Fall, also als Ladekontroller im Fahrzeug. Und dazwischen gibt es noch den zweiten. Gedanklich kann man es ja umdrehen. Ja, was wäre jetzt, wenn ich das Teil an mein Auto stecke und so tue, als wäre ich eine Ladesäule und dann mit dem Auto spreche. Zum Beispiel sage, ich lade dich jetzt. Oder, was viel interessanter ist,
ich entlade jetzt das Auto und nutze die Energie aus dem Auto für was auch immer. Die drei Use Cases schwirrten da so herum. Es kommt oft anders, als man denkt. Also mein persönlicher Use Case ist irgendwie hinten angerutscht von wegen das Zuhören von meinem eigenen Auto. Das war dann ganz das allerletzte, was dann noch abgefallen war. Dazwischen war jetzt die Aktion mit dem Open Inverter Forum, ja, wir bauen jetzt einfach mal einen Ladekontroller für die Autos. Überspringe ich, glaube ich, damit es jetzt nicht zu lang war. Also im Prinzip hat man sich, Grundaussage ist, wir haben uns zusammengetan, weil zusammen kann man deutlich mehr reißen als alleine im stillen Kämmerlein, ist so meine Lessons learned aus der ganzen Geschichte. Da gab es auf dem Open Inverter Forum vom Johannes den User Catfish, der hatte sowas Ähnliches schon probiert und wir haben uns dann zusammen so hochgeschaukelt in das nächste Level quasi und waren dann da auf einem guten Weg, als der Johannes uns beobachtet hat und gesagt hat, Leute, das ist echt gut, wir brauchen das, wir wollen das alle. Und das ist natürlich eine unglaubliche Motivation, die da jetzt auf die Mitstreiter da losgebrannt ist, sodass wir dann tatsächlich innerhalb weniger Monate, also im Prinzip im Anfang des Jahres 2022 ging das los, da war auch lange Zeit Pause, wo man halt sich überlegt hat und nichts ging und dann im Herbst ging es quasi Schlag auf Schlag. So Themen, das erste Mal an der öffentlichen Ladestation, dass die Glühlampe leuchtet, also das heißt die Ladestation überzeugt, bring mal Strom raus und andererseits auch das Auto überzeugt, du sprich mal mit mir. Also im Prinzip die beiden Use Cases waren dann relativ schnell in den Tüten. Gibt es theoretisch schon jeden Auto? Das geht. Dass ich Strom rausziehe. Ja, da, jein. Erstmal jein, also Details können wir dann noch anschließend diskutieren. Ja. Also die Ergebnisse sind recht unterschiedlich. So, jetzt quasi, wir steigern uns langsam. Wozu brauchen wir so ein Teil? Also wenn man jetzt kein Auto hat, mal angenommen. Das ist echt, ja? Das ist nicht gefaked, das habe ich wirklich gemacht, das funktioniert. Aber wollten wir nicht Autos laden oder was? Johannes, wolltest du Autos laden? Sind wir noch nicht so weit. Kommt noch ein bisschen was. Was kann man machen? Also es ist ja manchmal kalt und man lädt eh schon sein Auto und Tee trinken nebenbei wäre ganz schön. Und der Wasserkocher, natürlich geht er auch mit Gleichstrom und damit unterwegs mal einen Tee kochen, schon ganz nett. Das ist auch echt. Glauben Sie nicht. So, und jetzt in den Fall andersrum, was du fragtest, geht das mit jedem Auto? Man hat es mit verschiedenen Autos ausprobiert. Das ist in dem Fall jetzt hier mein Ioniq. Der ist so gnädig, für 10 Minuten den Spaß mitzumachen und dann zu sagen, hier stimmt was nicht, ich wollte geladen werden. Der erste Ioniq, ja. Ja. Und nach 10 Minuten sagt er, geht nicht mehr. Kann man aber neu starten, also keine Fehlereinträge, keine, also ist nicht wirklich beleidigt. Er sagt nur nach 10 Minuten, ich will nicht mehr. Kann man ihn aber wieder dazu überreden, dass er, kann man schon was machen. Andere Autos, wir hatten heute draußen ein Model Y stehen und haben es mal probiert und da war leider null Ergebnis. Beim Touran vom Johannes natürlich 100%, weil das ist Open Source, das funktioniert und so muss das sein. So, und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass der Touran bei Ionity am Schnelllader lädt. Und, jetzt haben wir die Reihenfolge ein bisschen vertauscht, glaube ich, hier, ist aber egal. Also im Prinzip der Erste, der geladen hat, ist ein Mitstreiter aus Finnland, der Celeron, der auch elektrisch seinen ehemals Benziner da betreibt. Und er war dann tatsächlich so mutig, hat sich im Prinzip ein Beaglebone oder was ist, weiß gar nicht, eingebaut mit einem Modem aus so einem ausgeschlachteten Teil. Und ist mit diesem Teil 5000 Kilometer letzten Sommer durch Europa gefahren. Finde ich sehr mutig, hätte ich nicht gemacht. Er hat es gemacht und es ging. Und dann der zweite im Prinzip relativ zügig hinterher, der Johannes mit dem Touran. So, jetzt sind wir natürlich immer noch auf der Schiene. Das ist so ein klobiges Teil. Will man das wirklich im Auto haben? Ist das nicht alles zu wackelig, zu sperrig? Geht das überhaupt mit Wetter und kalt und heiß? Und,
Die Idee ist quasi, nee, geht nicht. Also wollen wir nicht auf Dauer. Zum Experimentieren ganz super, aber nicht auf Dauer. Deswegen, man braucht ein gescheites Steuergerät. Und haben wir gesagt, ja, was kann man machen, was gibt's, wie gehen wir lang, was kennt man schon vor allen Dingen, also worauf kann man aufbauen, ist ein wesentlicher Punkt, wo wir gesagt haben, man kann auch Abkürzungen nehmen, man muss nicht alles von Pike auf neu erfinden. Und haben dann gesagt, was brauchen wir? Ja, wir brauchen im Wesentlichen einen Modem-Chip, also so ein ähnlicher, wie jetzt hier drin ist, aber halt als Chip selber. Und wir brauchen irgendeine Art von Controller, der das Ganze managt. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir hier in diesem QCA 7005, das ist der Modem-Chip, und drunter ein STM32 als Controller. Wir haben gesagt, ja, muss man halt entwickeln. Also sprich, man zeichnet den Schaltplan, macht sich Gedanken, was muss alles drauf, layoutet ein Board und schickt die Daten dann nach Fernost an den GLC-PCB, der innerhalb einer Woche quasi gefühlt die Platine zurückschickt. Zum Preis, wo man sagt, was kostet so eine Platine, wenn man sie jetzt fertigen lässt? Vorschläge? 50 Cent. Okay, andere Vorschläge? Einzelschläge, oder? Also sagen wir mal ein Fünferpack. Was kostet ein Fünferpack? 10,80. Ja. War man früher leicht dabei, dass man gesagt hat, das kostet ein 50er, das kostet 100 Euro, so Prototypen, richtig teuer. Der Preis war inklusive Versand bei mir in dem Briefkasten irgendwie um die 5 Euro für 5 Platinen. Das ist geil. Also, was rauskam? So ein Prototyp, wo quasi der Controller und das Modem schon drauf ist, CAN-Controller und das Ganze schon mal zu blinken anfängt. Also ging relativ schmerzfrei, dass auch die ersten Muster schon relativ gut liefen. Hat sich natürlich im Laufe der Zeit noch einiges verbessert. Was wir gesehen haben, ist jetzt hier schon rumgegeben worden, im Prinzip komplett Gehäuse, automotive-tauglich, mit Stecker, mit Dichtung, mit allem, was man braucht. Ready, Einbau ins Fahrzeug. Danke. wie man es braucht. Und fährt jetzt im Touran schon, wie viel 1000 Kilometer bist du schon gefahren? Nicht so viel. 2.000-3.000 Kilometer, bisher ohne Auffälligkeiten so. Ja. So muss das sein. Okay, das war die Story. Jetzt sind wir natürlich, wenn man so ein Gerät entwickelt, immer in der Bredouille, wenn man mit Leuten kommuniziert, worüber reden wir denn? Ist das das Board vom Uwe, was er 2023 irgendwie mal zusammengefriemelt hat? Ist ein relativ blöder Name, deswegen habe ich gesagt, ich brauche Namen für das Teil. Das Ding bekommt einen Namen, die Hardware bekommt einen Namen und die Software bekommt einen Namen. Und wir haben es getauft, weil es im Prinzip ein Fully Open CCS Charge Controller Interface ist, was sich kein Mensch merken kann, aber gut aussprechbar ist. Heißt dann Foxy, kriegt auch so ein fuchsähnliches Tier, damit es zusammenkriegt als Logo. Ist quasi die Hardware-Seite. Und die Software, die drauf läuft, ist die Clara. Clara einfach deswegen, weil es Buchstabe C im Alphabet die dritte Generation dieser Software ist. Also es gab zwei vorher, die jetzt im Prinzip schon verstauben. Keiner braucht es mehr, aber Clara ist übrig geblieben. Das ist das Team, was jetzt hier in der Box steckt. Danke, Anja, für die Logo-Designs. Und habe ich jetzt vergessen zu sagen, wir machen Open Source. Das heißt, nichts geheim. Wer reinschauen will, soll reinschauen bitte. Wer Ideen hat, kann bitte gerne mitmachen, Pull-Requests stellen. Gern willkommen. Oder wer einfach nur ausprobieren will, der lädt sich halt von GitHub runter und schaut mal zu Hause, was so läuft. Also das ist die Idee des Projekts. Da sind wir. Das Teil kann man kaufen inzwischen beim Johannes im Shop. Ist in zwei Fahrzeugen, habe ich schon gesagt, erfolgreich im Einsatz. Software läuft soweit stabil, haben wir schon gesagt. Sind natürlich ständig am Verbessern. Das heißt, wenn irgendjemand eine neue Fahrzeugintegration macht, hat er vielleicht neue Feature-Requests, wo er sagt, ich hätte gerne noch das und das und das. Was man dann diskutiert, entweder ihr macht es selber oder wir machen es, je nachdem, wie es sich entwickelt, wer was kann, wer was beitragen kann. Und ein Thema im Wesentlichen ist eigentlich noch die Dokumentation. Das ist immer bei Open Source so eine Sache, ja, da hackt einer was und keiner versteht es am Ende. Das ist jetzt nicht das Ziel des Projekts, das so auf 2-3 Nerds zu begrenzen, sondern das Ziel ist wirklich, dass das Ding jeder, der schon mal Software oder irgendwas gemacht hat, dass er das selber in Betrieb nehmen kann, ohne dass er jetzt 1000 Rückfragen hat und hin und her. Also die Idee ist wirklich Doku im Wiki von Johannes, seiner Website.
zu pflegen, sodass jeder das nutzen kann, auch weiter dokumentieren kann. Das war jetzt der Teil, wie kam es dazu, wo stehen wir? Und jetzt wird es etwas trocken, anschnallen, Kaffee nochmal einen Schluck nehmen, wird etwa hoffentlich nicht zu trocken. Also Johannes hat schon gesagt, die Batterie braucht Gleichstrom, kriegt es von der Ladesäule. Und da stehen wir vor dem ersten Problem, jedes Auto ist im Prinzip anders. Also der eine hat einen großen Akku, kleinen Akku, einen kalten Akku, einen heißen Akku. Und die Ladesäule sollte ja wissen, wie viel Strom sie in diesen Akku reinpumpen darf. Das heißt, das BMS, hat der Johannes schon gesagt, muss Daten übertragen in Richtung der Ladesäule. Am Ende soll Strom fließen. Jetzt kommt eine etwas längere Geschichte, bis der Strom fließt. Das ist jetzt auch, wird er dann auch diese zehntausenden Zeilen Code erklären, warum es so aufwendig ist. Hat man sich damals irgendwie so ausgedacht, es muss richtig aufwendig sein. Deswegen einige Schritte, bevor Strom fließen kann. Erster Schritt ist dieses sogenannte SLAC, Signal Line Attenuation irgendwas. Also quasi messen die beiden Teilnehmer an dieser Kommunikation erstmal, wie gut ist denn meine physikalische Verbindung? Bin ich an einer Ladestation, mit der ich wirklich kommunizieren kann? Oder sind da vielleicht sogar mehrere Ladestationen in der näheren Reichweite und mit welcher muss ich mich denn dann verbinden? Macht jetzt relativ wenig Sinn, weil ich habe den physikalischen Stecker, der ist genau mit einem Ladegerät verbunden, aber der Standard sagt, nee, das muss man schon genau prüfen. Es könnte ja sein, dass da mehrere Ladesäulen da sind oder mehrere Autos an denselben und hin und her. Wird also geschaut, wie ist das Signallevel auf physikalischer Schicht, um festzustellen, welche Ladesäule möchte ich denn ansprechen. Wenn man das entschieden hat, sagt man, okay, man möchte bitte eine verschlüsselte Verbindung aufbauen auf dieser Powerline-Communication. Zu Hause, hier drin, wird man quasi irgendeinen Key einstellen, den man einmal konfiguriert und dann in alle Boxen, damit nur die sich privat unterhalten können. Beim Auto macht man es einfach so, dass man diesen Key quasi im Klartext übermittelt und alle, also diese beiden Modems, den Key setzen und dann sagen, jetzt haben wir eine super gesicherte private Verbindung. Man darf lachen dazu, danke. Macht man aber so. Das nächste ist dann das SDP, das ist so ein im Prinzip wieder ein Erkennungsprotokoll, wo man festlegt, das Auto ist in der Lage, eine Ladestation zu finden. Jetzt kann man sich fragen, ja Moment mal, waren wir da nicht gerade schon? Ja, wir waren schon, aber es gibt halt jetzt verschiedene Levels. Man macht jetzt nochmal SDP, das Auto fragt, gibt es da eine Ladestation? Und die Ladestation sagt, ja, ich bin schon da. Jetzt ist man dann auch soweit, jetzt machen wir TCP. Also sprich so wie im Internet, TCP Version 6, was dann dafür sorgt, dass man die gesicherte Verbindung hat, in dem Sinne verlorene Pakete werden wiederholt, doppelte Pakete werden aussortiert, was man halt so macht. Und dann haben wir endlich eine stabile Verbindung. Haben wir jetzt schon Strom irgendwo? Hat es lang gedauert? Gut, so ist das Leben, es wird noch besser. Jetzt kommt nämlich der nächste Schritt, das Auto fragt die Ladesäule, wollen wir jetzt vielleicht miteinander sprechen und wie? Also nicht, dass wir jetzt schon was ausgehandelt hätten, aber man kann ja nochmal fragen, man entscheidet sich für ein Protokoll. Auto fragt dann, ich spreche DIN, ich spreche ISO oder ich spreche Tesla oder ich spreche eine Kombination aus mehreren und Ladesäule antwortet dann, ja, okay, DIN spreche ich auch, lass uns DIN sprechen. Also im Prinzip auf dem Schritt einigt man sich dann nochmal. Und dann wird es langsam interessant. Fließt jetzt Strom? Nee, noch nicht. Okay, die Story hat man schon. Dauert noch ein bisschen. Jetzt kommt nämlich als nächstes, Ladeparameter werden ausgehandelt. Sprich, das Auto sagt, ich hätte gern eine Akkuspannung von, 400 Volt maximal und einen maximalen Strom von, 200 Ampere. Und die Ladesäule sagt dann zurück, ja, ich kann 200 bis 500 Volt und ich kann aber nur 50 Ampere, weil ich halt eine kleine Ladesäule bin. Und dann entscheidet das Auto, ja, passt soweit zusammen. Die Ladestation sagt, ja, im Prinzip passen wir zusammen. Fließt dann schon Strom. Dauert noch einen Moment. Jetzt wird nämlich erstmal der Stecker verriegelt, weil jetzt wird es wirklich langsam interessant, dass dann bald mal Strom fließt. Noch nicht so schnell, aber später dann. Wir machen jetzt eine Isolationsprüfung. Das heißt, die Ladesäule lässt eine Spannung auf das Kabel und auf den Stecker und prüft dann, fließt da irgendwo Strom hin, der nicht fließen sollte in dem Zustand. Einfach um sicherzustellen, ja, der Stecker liegt nicht irgendwo in der Pfütze rum oder das Kabel ist nicht irgendwo so schlecht, dass es schon irgendwo einen Kurzschluss hat und so weiter.
macht man Isolationsprüfung. Wenn das dann bestanden ist, sagt die Ladesäule, ah, okay, fertig, bestanden. Und das Auto sagt, jetzt wird es langsam ernst. Ladesäule, ich hätte gern eine ganz bestimmte Spannung. Und zwar welche? Also was wäre der Idealfall für den Anfang? Wie groß die Spannung der Ladesäule eingestellt werden sein sollte? Also auf welche Spannung ungefähr? Die vom Akku, genau. Das Auto weiß Akkuspannung und sagt der Ladesäule, ich möchte bitte genau meine Akkuspannung. Und das ist das sogenannte Precharge. Das heißt, Ladesäule lädt den Ausgang genau auf das Level vom Akku. Sie sind schön gleich am Ende. Und dann sagt das Auto, oh super, jetzt geht's los. Jetzt schließe ich, oh, Entschuldigung, falsch gedrückt. Jetzt schließe ich den, es ging jetzt wirklich los. Jetzt ist der Stromkreis geschlossen. Also das heißt, der Pluspol der Ladesäule ist mit dem Pluspol des Akkus verbunden, der Minuspol mit dem Minuspol. Es kann tatsächlich Strom fließen. Und jetzt geht's los, das Auto sagt, ich möchte bitte folgende Maximalspannung, sagen wir 400 Volt. Ich hätte gern einen Strom von 175 Ampere. Und die Ladesäule hat dann nur die Aufgabe, genau das zu liefern, was das Auto denn angefordert hat. Wenn es kann, also Ladesäule kann auch sagen, okay, 300 Ampere kann ich nicht, ich krieg's nur 50, dann würden halt nur 50 Ampere fließen. Nebenbei wird noch übertragen der SOC, also State of Charge vom Auto, sodass man am Display der Ladesäule einfach sehen kann als Nutzer, Auto ist schon 30%, 50% irgendwas voll. Hat das noch einen anderen Sinn, ein SOC zu übermitteln, außer dass es am Display ist? Für die Ladesäule ist es eigentlich vollkommen egal, die macht da im Prinzip nichts damit, die zeigt es im Prinzip dem Nutzer an, wenn sie ein Display hat, wenn nicht, ist es eigentlich für die Katz. So, und da sind wir jetzt schon bei der Frage vielleicht dahinter, könnte sie abschalten, die Ladesäule bei 100% oder bei 80% oder bei irgendwas? Nee, tut sie nicht. Also nehmen wir an, unser Akku ist jetzt geladen und wir wollen jetzt bitte Ladung beenden. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Entweder gibt es an der Säule einen Button, wo ich sage, Nutzer drückt auf Stopp und dann ist halt Stopp. Oder es gibt im Auto einen Button, wo ich sage, ich will jetzt stoppen. Oder das Auto ist so programmiert, dass es jetzt bei einem bestimmten Prozentwert, 90, 95, 100, dann selbstständig sagt, voll und fertig. Ist im Prinzip egal, die Ladesäule ist einfach nur dumm, die macht, was man ihr sagt. Also die hat da keine extra Prüfung von wegen SOC ist erreicht. Wenn es soweit ist, dass eines der beiden sagt abschalten, ist dann am Ende noch ein Check eingebaut, ob diese Hochvolt-Trennung tatsächlich auch funktioniert hat, weil es könnte ja sein, da ist ein Fehler elektrisch und man kann nicht trennen, dann ist es besser, der Stecker bleibt drin, Auto wird abgeschleppt, vorher die Säule vom Techniker vielleicht Strom freigeschaltet, wenn da wirklich was ist, weil rausziehen und anfassen ist halt immer gefährlich. Deswegen wird es nochmal geprüft, bevor der Stecker entriegelt wird und dann sind wir am Ende fertig mit der Ladung. Sind schon kurz eingestiegen, jetzt nochmal, ich gehe jetzt nicht in jedes Detail, weil es wird, glaube ich, zu lang. Der eine oder andere hat vielleicht schon diesen ISO-OSI-Protokollsteck schon mal gehört, von so Low-Layer bis ganz oben. Ich gehe es kurz von unten durch, wie es physikalisch funktioniert, auf der untersten Ebene. Also man hat in diesem, kann ich eigentlich zeigen, sieht man den Cursor? Ja. Man hat in dem Ladestecker einen Pin, über den die ganze Kommunikation läuft. Das ist der Kontrollpilot-Pin, ist hier grün markiert. Und auf dem flitzen physikalisch gesehen, wenn man es auf dem Ostsee anschaut, solche Datenpakete hin und her. Die bestehen aus einem Paket von über 1000 Trägerfrequenzen im Bereich von 2 MHz bis 30 MHz. Also das, was genau dieses Teil auch macht und damit gegebenenfalls irgendwelchen Mittelwellen, Langwellen, Kurzwellenrundfunk massiv stört. Jeder der Träger hat eine Phasenmodulation drauf und man nutzt Forward Error Correction, das heißt, es werden mehr Bits verschickt in die Nachricht, als man es wirklich bräuchte, einfach um auf Fehlersituationen zu reagieren, dass man aus den noch vorhandenen übertragenen Bits genügend Informationen rauskriegt, dass man sagt, die Pakete sind nach wie vor gültig, obwohl sie leicht gestört sind. Erreicht am Ende 10 Megabit, reicht völlig aus für den Anwendungsfall und hat dieses Pseudo-Security mit AES 128 und 256 mit einem ungeschützten Schlüssel halt. Kann ja mal passieren. Dann nächste Ebene, kommen in die Standard-Internet-Technologie, ist Ethernet, wo man 6 Byte MAC-Adressen hat, wie man das halt so hat. Kann man sich jetzt schon die Frage stellen, ja, wie viele Teilnehmer haben wir an diesem Netz jetzt gerade ungefähr? Wie viel ungefähr? Kann man gelten lassen.
kann man gelten. Also wir haben ungefähr 2 Teilnehmer an diesem Netz und brauchen dafür schon mal 6 Byte Adressierung auf MAC-Ebene, hat man sich entschieden. Hat natürlich dann auch ein IPv6 draufpacken müssen, weil IPv4 hat ja nur 4 Milliarden Möglichkeiten. Das ist deutlich zu wenig für 2. Oder wie war das? Hat jemand 2 gesagt? Gut. Gut, aber kann man machen, egal. Draufgepackt, auch Standard-Internet-Technologie, habe ich schon gesagt, TCP, von wegen Wiederholung von verloren gegangenen Nachrichten, ist alles sehr sinnvoll. Drauf noch ein sogenanntes Vehicle-to-Grid-Transportprotokoll, was im Prinzip nichts weiter sagt als, ja, das ist jetzt irgendwas mit Laden, Entladen, wird jetzt hier übertragen. Ist unspektakulär, das Beste obendrauf, das Beste immer zum Schluss, ist, wie man dann diese Ladeparameter verpackt. Also man hätte sie jetzt in irgendein Bytefeld packen können, von wegen Strom, Spannung, Leistung, SOC, wäre nicht schwierig gewesen. Aber nein, man sagt, ja, XML ist gerade so ein bisschen in, also nehme ich irgendwelche XML-Datenstrukturen, wo ich diese gefühlt 5 Parameter reinpacke. Natürlich noch ein bisschen mehr, ich übertreibe jetzt, aber gefühlt. Und XML ist erstmal Text und da hat man gesagt, naja, Text übertragen über so eine 10 Megabit, das ist vielleicht, das kann ewig lang dauern, das will man ja nicht. Deswegen hat man gesagt, nein, man muss es komprimieren. Also komprimiertes XML, um diese Ladeparameter auszutauschen. Und das macht dann auch die zehntausenden Zeilen Code. Zum Glück waren Leute so nett, sage ich mal, dass sie das Public Source schon zur Verfügung stellen. Also Siemens hat sich da stark eingebracht. Das heißt, den Teil mussten wir nicht neu erfinden, den mussten wir nur integrieren. Das, ansonsten wäre es gescheitert, grandios gescheitert. Okay, und dann sind wir schon wieder beim Johannes, oder? So, gut, jetzt sind wir nochmal beim Thema, wie die CCA sich so getroffen haben. Also Uwe hat den ganzen Low-Level-Code geschrieben für das CCS. Und jetzt, das war alles so hardcodiert irgendwie da drin, ne? So Ionic-mäßig. Und jetzt wollten wir das ja irgendwie nutzbar machen. Und OpenInverter kommt ja eben aus der Wechselrichtertechnik. Das, ne, das ist hier so ein Board, eines der ersten OpenInverter-Boards. Und ja, da fällt ja irgendwann Code raus bei jedem Projekt, den man eigentlich immer wieder verwenden kann. Wird jetzt hier sichtbar, da ist so ein rotes Modul drauf, das ist ein WLAN-Modul. Und das dient eben dazu, dass man Parameter einstellen kann und sehen wir gleich noch ein bisschen was. Das heißt, es gibt das OpenInverter Framework, das so ein paar Standardfunktionen halt schon enthält. Und das Uwes Code haben wir quasi da rein übertragen. Das ist Hardware Abstraction für den STM32. Da war ich sehr dankbar für, dass du den auch genommen hast. Dann konnten wir das gleich weiterverwenden. Dann gibt es einen Bootloader, der eben Software-Updates über CAN oder serielle Schnittstelle entgegennehmen kann. Und ja, eben eine standardisierte Kommunikation nach außen, sodass wir eben die ganzen Messwerte irgendwie raustransferieren können und auch Parameter einstellen können. Ja, hier nochmal so ein bisschen dargestellt. Es gibt eben CAN-Kommunikation, die ist eigentlich immer wichtig. Es gibt digitale Pins, also sowas wie jetzt diese Port-Relays zumachen, ist ja ein klassischer digitaler Pin. Ja. Ist CAN-Open üblich in Autos? Nochmal, schwer schlecht. Ist das weit verbreitet in Automotive? CAN-Open. Also ich habe im Auto, in meinem, noch kein CAN-Open gesehen. Das ist einfach plain CAN. Also ich habe es auch noch nie im Auto. Doch in dem Johannes Thoran gibt es CAN-Open, ansonsten in der oder B. Also CAN-Bus ist in Auto. CAN-Bus, aber im Sinne haben CAN-Open. CAN-Open ist halt da drauf. Genau, also CAN-Open ist ja nochmal quasi ein Application-Protokoll auf CAN. Ja, digitale IO-Pins, wie es, ne, diese Relays auf, zu, Button einlesen und so weiter, analoge Eingänge, Temperaturen messen. Ein UART-Text-Terminal, also das wird jetzt in dem Sinn nicht mehr als Text-Terminal benutzt, sondern das wird quasi bespielt von so einem ESP-Modul. Lint-Kommunikation spielt heute gar keine Rolle. Und es gibt einen Hardware-Scheduler, also es gibt kein Betriebssystem da drauf, sondern da benutzen wir die Timer für. Und es gibt Interrupt-Prioritäten und so können wir halt Prioritäten steuern und taktraten. Ja, das ist mal so ein Code-Beispiel. Ich weiß nicht, ob man da ganz hinten noch viel erkennt.
Also man deklariert sich quasi seine Pins vor, auf welchen Prozessor-Pin liegen die und wie sollen die heißen. Und dann kann man eben im Code nachher hingehen und den Pin einlesen oder setzen. Bei Analog genau das Gleiche. So ist das alles an einer Stelle zusammengefasst und taucht nicht im Code 100 Mal auf. Und wenn man jetzt den Pin ändert, dann muss man das an 100 Stellen ändern, sondern nur an einer. Terminal so ähnlich, da definiert man sich irgendwelche Kommandos vor. Und da, wenn man das nach 3 Sekunden schon wahrgenommen hat, gibt es Kommandos, die sind in so einer Terminal-Commands-Klasse, die sind vordefiniert und die sind quasi Bestandteil dieser standardisierten Außenschnittstelle. Kann man auch eigene machen und ausprogrammieren. Rechts sieht man Terminal, also früher, wie gesagt, war das so, hat man selber da Kommandos eingegeben. Das macht natürlich kein Mensch, aber es heißt noch so. Genau, und dann wird es eben richtig hübsch, wenn man auf dieses Terminal eine Web-Oberfläche draufpackt. Das ist mittlerweile auch transparent. Also das, was man hier sieht, ist jetzt über UART, also über serielle Schnittstelle. Und habe ich jetzt vergessen mitzubringen, liegt draußen auf dem Tisch. Es geht dasselbe auch über eine CAN-Schnittstelle. Das hat den Vorteil, dass nicht irgendein Gehäuse das WLAN-Signal abschirmen kann. Ja, wir haben eben für alle Open-Inverter-Projekte, die es mittlerweile so gibt, also Inverter, CCS-Controller, Fahrzeugsteuerung, BMS, weiß nicht, ich habe bestimmt was vergessen, sehen alle gleich aus und folgen so irgendwie derselben Logik. Und auf der Web-Oberfläche können wir eben Parameter verändern. Am besten zeige ich es mal, bevor ich das jetzt nur so sage. Können wir Parameter verändern, dann hier Spot-Values, also kann man so Messwerte eben darstellen, zyklisch aktualisiert. Man kann das plotten und das ist halt auch im Auto immer wichtig, CAN-Mapping. Dass man, also CAN, kennt vielleicht nicht jeder? Oder kennt es jeder? Okay, also CAN ist quasi, besteht aus 2 Teilen, eine Adresse vorne und hinten Daten, 8 Byte an Daten. Und die kann man beliebig mit irgendwas belegen. So, und jetzt kann ich eben auf dieser Web-Oberfläche sagen, auf der CAN-ID, das ist diese Adresse vorne, 25, hätte ich gern das Informationsstück aktuelle Spannung der Ladesäule. Ja, dann lege ich das da drauf und dann versendet der Controller das immer und an anderer Stelle kann ich es wieder empfangen und darstellen oder irgendwas mitmachen. Also das ist auch Bestandteil des Frameworks. Ja, so sieht es aus. Da hatten wir einen Webdesigner, der hat das ein bisschen schöner gemacht. Mein erster Schuss sah nicht so gut aus. Du musst den Teil eigentlich FOC, also Field Oriented Control. Gut, kommen wir jetzt ein bisschen zum Thema weg. Es gibt 2 Ausprägungen, Asynchronmotoren, Feed-Forward und Synchronmotoren, FOC. Genau. Ja, und dann kommen wir schon wieder zu Janosch. Also, vielen Dank. Wie gesagt, das ist die Weltpremiere. Ja? Die beiden haben sich durch diese 35.000 Zeilen an Code gequält und haben das dann quasi... alles ist öffentlich, ja, und eine JSON-API und Webinterface drum gebaut und so, das heißt, das kann sich jeder zu Hause angucken, ja. Vielen Dank dafür erstmal. So, und ich weiß, wir haben jetzt kaum noch Zeit, aber es ist jetzt nur noch der Verweis auf die Ressourcen, ja. Wer sich weiter damit beschäftigen will, mit dem Umbau von Elektrofahrzeugen, es gibt die Open Inverter Community, openinverter.org. Dann hat Johannes auch noch ein Buch geschrieben, das kann man sich bestellen, sowohl als E-Book als auch online. Und dann habe ich noch so ein EV Fundamentals Kit gemacht für Einsteiger, die sich für den Elektroumbau interessieren, wo ich viele Sachen vereinfacht darstelle, alles auf einem Circuitboard. Das ist für später, das ist für online. Wir sind aber jetzt heute in Augsburg. Und dann gibt es hier auch noch der E-Turan, der steht halt am Parkplatz direkt hinter unserem Stand. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, zum Beispiel zu Feed-Oriented Control oder so, oder euch die Hardware anschauen wollt, dann haben wir halt einen Stand da vorne. Ja? Und das war's dann auch. Vielen Dank. Ach so, okay. Mit TÜV und
Ja, berechtigte Frage. Der Turan ist mein zweiter Umbau, also deswegen, das hat es stark vereinfacht. Die größte Herausforderung ist, einen Prüfer zu finden, der sowas überhaupt, der kompetent dafür ist, das zu machen. Und das Problem ist, die nicht kompetent sind, sagen ja nicht, ich bin nicht kompetent, sondern die bauen dann so Hürden auf, die es gar nicht gibt. So, da musst du erst für 20.000 Euro ein Gutachten machen lassen und tralala. Und das ist dann sehr frustrierend, aber wenn man dann halt mal einen kennt, dann kennt man ja den Prozess irgendwie, was der wissen will an Dokumentation und was der am Auto selber wichtig findet. Also der steht zum Beispiel sehr auf Wellrohr, überall Wellrohr, dann ist er zufrieden, muss man halt dann wissen. Und ja, also der Turan hingebracht, geguckt, Probefahrt gemacht und das war das dann. Genau. Der CCS ist ein Standard, wie er gesagt hat. Ja. Aber es ist ja bekannt, dass draußen in der freien Wildbahn Standards ja gerne anders, also unterschiedlich interpretiert werden. Inwiefern hattet ihr damit schon Probleme? Willst du? Ja. Also ich kann eine Sache, bei PyPLC war es so, es gibt so Strings auch, ist ja halt XML letzten Endes. Und der String sollte eigentlich okay established sein, aber es gibt Ladesäulen, die sagen einfach nur okay. Und wenn man dann genau auf diesen String matcht, dann geht es schief. Was noch? Ja, im Prinzip ist das genau wie du sagst, Standard ist schön. Aber die Praxis sieht halt so aus, dass jeder entweder es anders versteht, obwohl es einheitlich spezifiziert wäre, wie jetzt in dem Fall, wo es klar falsch war von der Ladesäule halt her. Oder es gibt halt ganz viele Lücken, wo man sagt, naja, ich würde es jetzt so machen, der andere macht es halt so und am Ende passt es halt nicht zusammen. Wir hatten da viel Spaß damit, mit dem Thema. Uns hat eine Weile gedauert und im Prinzip der Ansatz jetzt in der Open Source Community ist einfach, probier mal, zieh mal ein Logfile, also jetzt auf dem Rechner mit dem Wireshark zum Beispiel oder dann hier bei dem Board, dass man seriellen Drehs zieht, wo das Teil dann die Daten rauslässt und den schaut man sich halt an und sagt, ah, okay, die machen das wohl da ein bisschen anders oder die brauchen da wohl ein bisschen länger oder die möchten es bitte schneller haben und im Prinzip ist dann so lange sich anpassen, bis es für alle läuft, ist so der Standard. Und gleich die nächste Frage, Entschuldigung. Ja. Habt ihr irgendeine Lösung, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt auch ein fertiges Auto, ich will jetzt nicht eins umbauen oder sowas, so die ganze Sache, aber ich würde gerne mithören, was darüber an Kommunikation ist. Ja, das war ja im Prinzip mein ureigenes Ziel am Anfang und zwar mit der Idee, ich koppel das Teil an die, an das Kabel mit an und höre darüber mit. Das geht halt nur im ersten Teil der Kommunikation, wo die sich noch unverschlüsselt unterhalten. Danach müsste man den Schlüssel hier einprägen, den gemeinsamen, geht auch, weil man kann ihn ja mitlesen und hier reinprogrammieren. Leider hört es an der Stelle auf mit dem Modem, weil das ist nicht so freundlich, diesen gerichteten Traffic zwischen den zwei Knoten auf den dritten, nämlich meinen Mithörknoten, weiter zu routen. Also da braucht man irgendwie einen anderen Modemansatz und den hat bisher noch keiner gefunden. Also ich bin da, wenn jemand irgendeine Idee hat, kann man ruhig weitergehen den Weg, bin ich Fan. Aber inzwischen, die Idee ist jetzt ein bisschen anders, wenn ich jetzt mein Auto anschauen will, da habe ich jetzt einfach gesagt, na gut, jetzt wissen wir eh schon, wie dieser Modem-Chip hier drin funktioniert. Im Auto ist bei mir genau der gleiche und ich weiß, wie die SPI-Schnittstelle läuft und kann mich da mit dem SPI-Logger einfach direkt drauf und dann ist es halt an einem anderen Punkt abgezweigt, aber genau, also mitlesen am eigenen Auto ist, geht. Erste Antwort ist, nö, ist alles extrem weit weg, aber jetzt im Rückblick gesagt, vor 2 Jahren war das alles hier extrem weit weg. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, nur weil es heute illusorisch erscheint, ist es dann nicht doch plötzlich irgendwas da. Also ich persönlich habe jetzt nichts im Plan, aber es gibt manchmal so Leute, die sagen, oh, ich schaue mir das mal an und vielleicht kommt dann was raus. Also offen. Ja, das ist was anderes. Das ist was, also es ist noch ein anderer Aspekt, genau. Also Plug and Charge ist ja dann tatsächlich High Level, also auf dem, über dem obersten Level dann nochmal, dass man sagt, man hat Zertifikate, die man austauscht und so weiter. Also das ist dann schon ganz viel mit Security-Infrastruktur dahinter. Schon mal ab. Genau. Das ist doch dieses, ich stecke an und muss keine Karte mehr vorhalten. Ja, genau, aber es gibt 2 Ausprägungen. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Das wissen auch viele nicht. Es gibt im Prinzip dieses offizielle Plug and Charge, was über Zertifikate und richtig schwierig funktioniert und es gibt das Auto-Charge, was es bei der ENBW und bei Fastnet gibt
wo man auch nur ansteckt und es lädt. Also im Prinzip aus Nutzersicht völlig identisch. Aber von Security, wenn man da jemanden fragt, sagen die, ihr spinnt wohl, weil sie nehmen einfach nur die MAC-Adresse her, um das Fahrzeug zu identifizieren. Und das ist natürlich jetzt mit dem Aufbau relativ leicht, wenn ich einen kenne, der das aktiviert hätte und dessen MAC-Adresse hätte, was natürlich keiner macht, könnte man die da rein und dann kann man umsonst laden. Macht man natürlich nicht. So, sind wir durch, denke ich. Vielen Dank auch für die Fragen.